Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Die Unterbringung von Flüchtlingen, das ist eine große Aufgabe. Zunächst mal für die Flüchtlinge selbst, dann für die Helferinnen und Helfer vor Ort und auch für die Religionsgemeinschaften. Aber vor allem für die staatlichen Institutionen, denn die haben einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Wir haben in den letzten Wochen intensivst über die Flüchtlingsproblematik diskutiert. Und ich hoffe und glaube, bin gutherziger Mensch daran, dass wir uns alle endlich der großen humanitären Aufgabe, die wir haben, bewusst geworden sind. Der CDU-Antrag. Erstens bedanken Sie sich für das Engagement der Religionsgemeinschaften. Aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und so entsteht der Eindruck, dass erstens den islamischen Verbänden die gleichen Mittel zur Verfügung stehen würden wie den christlichen Religionsgemeinschaften. Aber schlimmer ist, dass in Ihrem Antrag, und der Kollege Basch hat das gerade schon gesagt, der Eindruck entsteht, dass Sie Religionsgemeinschaften aufzählen, aber die Muslime sind immer ausgenommen. Am Ende steht immer, auch die Muslime müssen sich engagieren. Ich hoffe, dass das von Ihnen nicht so gemeint ist. Aber wie gesagt, gut gemeint ist manchmal nicht gut gemacht. Dann sprechen Sie das Dialogforum Islam an. Im Integrationsausschuss, da wurde sich schon mehrfach mit dem Thema beschäftigt und das ist auch gut so. Und das Thema wird jetzt auch besprochen im Dialogforum Islam und wir begrüßen das. Da jetzt vorzugreifen und zu sagen, da müssen jetzt Ergebnisse folgen nach einer ersten Gesprächsrunde, das ist zu früh. Und drittens sprechen Sie sich dafür aus, dass die Landesregierung mit allen Mitteln gegen Organisationen, die terroristische Zwecke unterstützen, vorgehen soll. Ja, natürlich muss man gegen radikale Organisationen vorgehen. Und zwar egal, ob sie links, rechts oder aus irgendeinem anderen extremistischen Lager, vor allen Dingen in dem Fall der Muslime, kommen. Aber eins ist dabei wichtig, denn es ist viel wichtiger. Und das hätte in einem flankierenden Antrag vielleicht genannt werden können, wird aber hier in diesem Antrag völlig außer Sicht gelassen. Es ist viel wichtiger, nach den Gründen der Radikalisierung zu suchen, die in den Fokus zu rücken und da nach Lösungen zu suchen. Denn die zunehmende Radikalisierung von jungen Muslimen, zuletzt ungefähr 1800 in NRW, und ich erspare Ihnen da den Vergleich mit dem rechtsradikalen Lager, diese Radikalisierung, die ist ein Ausdruck von gescheiterter Integrationspolitik und der Perspektivlosigkeit dieser jungen Menschen. Und das sage nicht nur ich. Das sagen auch renommierte Islamwissenschaftler, denn es fehlt da an Jugendzentren, es fehlt an interkulturell geschultem Personal in den Einrichtungen, die es gibt. Und die hilflose Ankündigung der Ausweitung eines Aussteigerprogramms für junge Jugendliche, die in den Bereich Salafismus abdriften, ist hier auch keine Lösung. Über die Aussagen dieser Islamwissenschaftler muss man sich aber nicht wundern, denn eins muss man bedenken, und wir haben vorhin darüber geredet, solange die Integration beim Haushalt am Katzentisch sitzt, können wir an dieser Stelle nichts verändern. Und zuletzt zum Antrag. Vielleicht ahnen Sie es schon, ich empfehle meiner Fraktion, den Antrag abzulehnen. Vielen Dank.